Hallo und herzlich willkommen im Keller. Und wir müssen reden. Und zwar, erstens habe ich Urlaub. Und das bedeutet, ich habe Zeit. Naja, eigentlich hätte ich die Zeit sinnvoller nutzen können, aber habe ich nicht. Stattdessen habe ich einen Haufen, wirklich einen großen Haufen an Pressemeldungen zum Thema Wolf durchgelesen und einen Haufen Positionspapiere verschiedener Organisationen zum Thema Wolf durchgelesen und auch durch das ein oder andere Filmchen zum Thema Wolf durchgelesen und habe noch versucht, ein paar brauchbare Informationen aus dem Ausland zum Thema Wolf zu bekommen, was interessanterweise erheblich schwieriger war, als ich gedacht habe. Das wäre so die eine Sache, dass ich euch das unbedingt mitteilen musste. Und die zweite Sache, wir müssen über den Wolf reden. Und das dauert ein bisschen länger. Und ich habe in letzter Zeit versucht, tendenziell eher kurze, knackige Videos zu machen. Das hier nicht. Das darf also jetzt wie früher entsprechend ausufern und gibt dann halt ein, was weiß ich, wie viel Teiler. Und da müsst ihr dann halt entsprechend durch. Vielleicht hocke ich mich zwischendurch mal irgendwo anders hin, damit es eine großartige Abwechslung gibt. Ja, also die Sache mit dem Wolf ist ja folgendes. Ich habe ja jetzt vor kurzem erst mal so ein paar Verhaltenstipps bei Begegnungen mit Wölfen zusammengestellt. Die basieren darauf, habe ich da nicht dazu gesagt, weil das Video sollte ja kurz werden, basieren eben darauf, was so die meisten Wolfsexperten, die sich so bezeichnen, eben an ja, Tipps geben, wenn man so einem Tier begegnet. Habe auch teilweise extra noch ausländische Seiten zur Kenntnis, sehr zu Rate gezogen, auf denen man da eventuell auch vielleicht noch was finden sollte und habe auch noch mal in meinen schlauen Büchern nachgeguckt. Tatsächlich steht in meinen schlauen Büchern kaum was drin, weil meine schlauen Bücher ja alle, naja, wenn sie neu sind, dann sind sie von 2005 oder irgendwie sowas und das ist ja alles noch nicht so relevant, dass man überhaupt Tipps geben muss, wie man mit dem Wolf umzugehen hat, weil meine schlauen Bücher ja auch alle auf Deutsch sind, also die meisten, teilweise auch auf Japanisch und aber die haben ja nichts mit dem Wolf zu tun. Wobei es ihn auf Japan auch mal gegeben hat. Worauf ich hinaus möchte, ist, Informationen zu kriegen über eine hohe Wolfspopulation in Deutschland und wie man sich dementsprechend verhalten soll, beziehungsweise wie man eben damit umgeht, wenn man eine hohe Wolfspopulation in Deutschland hat, ist schwierig. Und warum ist das schwierig? Weil sich halt eben vor, na, sagen wir mal, 30 Jahren noch niemand hat denken können, dass es mal jemals wieder eine hohe Wolfspopulation in Deutschland geben könnte. Und wenn ich jetzt hohe Wolfspopulation sage, dann ist so die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, wohl gerade 450 Stück. Das ist aber ein Schätzwert, nicht genau gezählt. Und das ist jetzt schon beachtlich. Jetzt habe ich noch nie was großartig zur Ökologie des Wolfs erzählt. Ich habe immer nur gesagt, wie geht man jetzt damit um, dass der Wolf da ist. Auch in meiner Wolf-Trilogie, die schon etwas älter ist. Ich höre seltsame Geräusche. Ach so, das war der Roller. Habe ich ja auch nur angesprochen, wie man eben jetzt damit umgeht, dass der Wolf da ist, was das für politische mögliche Konsequenzen haben könnte und so weiter und so fort. Werde ich diesmal auch primär ansprechen, ist also Hauptteil dieses Videos, aber ich möchte jetzt doch zur Ökologie vom Wolf kurz mal darauf hinweisen. Ich habe von meinem Vater, als ich angefangen habe, Interesse am Wolf zu zeigen, da war ich ungefähr 12, massenweise Wolfsbücher bekommen. Also so ziemlich alles, was da zu haben war zum Thema Wolf, wo er rangekommen ist. Damals noch ohne Internet, war nicht so einfach. Und das heißt, ich habe mich da auch relativ gut in das Thema damals eingelesen, habe dann später erst ja, begonnen, quasi noch andere Interessen in der Natur zu entdecken, außer nur Wölfe. Dass ich zum Beispiel Pflanzen spannend finde, was ich ja inzwischen durchaus tue, wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein könnte. Das hat sich erst relativ spät im Studium entwickelt. Davor dachte ich immer, Pflanzen. Wahrscheinlich auch so zur Differenzierung und zur Abgrenzung von meinem Vater, der ja zeitlebens Pflanzen toll gefunden hat und mich das
das halt eben auch in den jüngsten Jahren meiner Existenz ein kleines bisschen hin und wieder genervt hat, wenn der Familienurlaub darin besteht, mit dem Wohnmobil in irgendwelchen Wiesen rumzufahren, also natürlich schon auf der Straße, und alle 30 Meter brüllt er: Läuseleuria! Springt aus dem Wohnmobil und hockt dann 2 Stunden in der Wiese, um da irgendwelche seltsamen Dinge aufzuschreiben, von denen ich keine Ahnung hatte, was er da eigentlich macht. Pflanzensoziologische Aufnahme hat man das genannt, was er da gemacht hat. War wohl auch wichtig, aber habe ich damals nicht so hundertprozentig kapiert. Naja, wie dem auch sei, Pflanzen inzwischen ja interessant. Damals fand ich aber nur Wolf interessant, wirklich so ziemlich ausschließlich. Und was ich damals noch über den Wolf gelernt hatte, war halt eben diese klassische Rudelstrukturannahme, die heute nicht mehr gilt. Nämlich, es gibt ein Alpha-Pärchen, das sich als einziges verpaart und in so einem Rudel, der da gut und gerne mal so 12 Tiere umfassen kann, sich dann noch Beta- und Gamma-Wölfe befinden, die je nachdem mehr oder weniger dominant sind. Und es dann noch theoretisch den Omega-Wolf gibt oder auch ein oder zwei davon, die halt ganz unten in der Hackordnung stehen und als allerletztes fressen dürfen. Und überhaupt gefressen wird eben in der Reihenfolge, wie die in der jeweiligen Stellung stehen. Und ein Beta-Weibchen kann zum Beispiel nur dann zum Alpha-Weibchen aufsteigen, wenn das richtige Alpha-Weibchen verstorben ist. Wobei es dann auch wohl teilweise vorgekommen ist, dass ein Alpha-Rüde sich mit einem Beta-Weibchen gepaart hätte, um die genetische Vielfalt möglicherweise entsprechend zu erhöhen. Wobei damals noch nicht so sehr von genetischer Vielfalt die Rede war. Das mit der Genetik war ja gerade erst so im Kommen. Es ist ja so eine der jüngeren Disziplinen, was die Naturwissenschaften angeht. Gut. Jetzt hat man rausgefunden, das ist alles Blödsinn, so funktioniert das überhaupt nicht, sondern das sind alles Familienrudel, diese ganzen Rudel, die wir da haben. Das heißt, es ist ein Pärchen aus abwandernden Jungwölfen, das sich halt aus abwandernden Jungwölfen aus anderen Rudeln gebildet hat, die sich zufällig getroffen haben. Und wenn die sich zufällig treffen und sich dann beschnuppern und feststellen, dass die sich gern haben, dann gründen die ein eigenes Rudel, das dann auch wieder nur aus dem Elternpaar und den eigenen Nachkommen besteht. Dass da wirklich mal noch ein zusätzlicher fremder Wolf hinzukommt, ist hoch unwahrscheinlich, der dann vom Rudel quasi so ein bisschen als Verehrer einer Tochter, meistens ist es ein Männchen, der dazu kommt, geduldet wird, bis Tochter alt genug ist, um quasi abzuwandern. Dann haut der mit der Tochter ab und gründet irgendwo sonst wo ein entsprechendes eigenes Rudel. Aber ansonsten handelt es sich wirklich immer nur um eigene Kinder aus bis zu 3 bis 4 Generationen. Also 3-jährige Kinder, 2-jährige Kinder, 1-jährige Kinder und die ganz kleinen, maximal. Entsprechend ist die Rudelgröße auch nicht so riesig, wie man das mal früher mal angenommen hat, wie groß so ein Rudel werden kann. Je nach möglicher Nahrungsverfügbarkeit ist halt pro Jahrgang durchaus ein relativ großer Wurf dabei, dass das dann halt meinetwegen mal 4 Tiere sind pro Jahrgang. Und dann ergibt sich dann halt ein 18-Tiere-Rudel. Aber das ist dann auch mehr oder weniger wirklich so das Maximum. Was Größeres ist bei uns nicht vorstellbar. Bei uns. In anderen Regionen mag das ja vielleicht anders sein. Das war mir einfach nur mal kurz ein Anliegen, so viel mal zur Ökologie des Ganzen zu sagen. Auch das mit der Reihenfolge, in der gefressen wird und mit den ständigen Rangkämpfen innerhalb des Rudels, dass man innerhalb des Rudels im Rang auf- und absteigen kann, das findet so in der Wildnis wohl wirklich nicht statt. Diese ganzen Vermutungen mit diesen Alpha, Beta, Gamma und so weiter und so fort, Klassifizierungen, die sind aus Gehegen gemacht worden, weil man konnte eben damals, als die Wolfsforschung angefangen hat, wilde Wölfe so gut wie nicht untersuchen. Man hätte die höchstens mal mit dem Fernglas irgendwo in weiter Ferne entdecken können. Man hatte einfach das Know-how nicht, wie man die dann wirklich so richtig gut untersucht. Und vor allen Dingen hat ein ganz wichtiges Tool gefehlt, was heute verfügbar ist, nämlich die Telemetrie. Also die Besenderung von einem Tier. Das kriegt dann so ein entsprechendes schönes Halsband um und da ist halt ein entsprechender GPS-Sender dran und man kann das, wie ich dann halt weit, ja, über Jahre genau sagen, wo ist das Tier jetzt gewesen und will man es tatsächlich beobachten, live vor Ort, dann findet man es auch. Das ist nämlich der wesentliche Knackpunkt, dass man dann weiß, wo ist denn das Tier, wenn ich es beobachten möchte und nicht, ja, irgendwo hier in diesem Gebiet von 1000 Hektar steckt möglicherweise ein Wolf und vielleicht ist es auch der falsche. Das macht die Sache natürlich erheblich schwieriger. Gut.
Ja, also das war nochmal so ein kleiner Abstecher in die Wolfsökologie, den ich einfach mal loswerden wollte. Aber eigentlich geht es mir ja in diesem Video genau wie in der bisherigen Wolf-Trilogie, die jetzt schon etwas älter geworden ist, drum, um nochmal so ein bisschen abzuklären, wie funktioniert es denn jetzt nun ein potenziell tödliches Raubtier, das ist es halt, das ist der Wolf halt schon, das kann keiner leugnen, in einem, ja, darf ich eher verweichlichten Land unterzubringen? Darf ich das so sagen? Ja, ich sag das jetzt mal so. Nämlich, es wird gerne argumentiert von Seiten der Wolfsbefürworter, und das muss ich jetzt niemandem verraten, dass es relativ krasse Fronten zwischen Wolfsbefürwortern und Wolfsgegnern gibt. Ich muss hier mal meine Kerze anzünden. Ich halte diesmal nicht ins Bild. Die bringt's eh nicht, hat irgendjemand kommentiert, aber wenn ich hier im Keller hocke, brauche ich irgendwas, das brennt. Außerdem ist es hier relativ kalt, deshalb habe ich auch immer eine Jacke an. Der Keller hat keine Heizung. Ja. Zurück zum Thema. Also die Wolfsbefürworter, man kann sie auch böse, wenn man böse sein möchte und den Konflikt weiter in die Eskalation treiben möchte, als Naturschützer bezeichnen. So wirklich gut brennt die Kerze noch nicht. Will ich aber natürlich nicht. Deshalb sage ich jetzt einfach mal die generellen Wolfsbefürworter, die in ihrer Position sagen, wir sind definitiv für den Wolf. Und alles andere muss sich so weit unterordnen oder so weit anpassen, dass das Zusammenleben mit dem Wolf möglich ist. Das ist die eine Position. Die andere Position besteht entsprechend aus dem Gegenteil, dass man sagen muss, okay, also wenn der Wolf hier bleiben möchte, dann muss der Wolf sich allem anderen so unterordnen, dass ein Zusammenleben möglich ist. Die extremen Positionen wären, ja, der Wolf darf auf jeden Fall hier bleiben, ist scheißegal, was er anstellt. Und das entsprechende Gegenstück wäre, der Wolf muss wieder weg, also wieder abgeschossen werden, komplett wieder ausrotten sozusagen. Das sagt so interessanterweise niemand. Das habe ich wirklich nirgendwo gelesen und selbst, naja, bis auf irgend so einen wirklich in der Pampa lebenden Schafzüchter aus sonst wo, der sich vielleicht wirklich traut, sowas zu sagen, wenn er in einem Interview gefragt wird, sagt das keiner. Also politisch zumindest kommt keiner auf die Idee, das zu sagen. Also weder zum Beispiel der Jagdverband, schon gar nicht der NABU oder sonstige Verbände in irgendeiner Form. Auch nicht der Bauernverband und auch nicht der Schafzüchterverband, der nicht so heißt, der hat irgendeinen anderen Namen, aber das kriege ich nicht ganz zusammen. Aber es ist quasi der Schafzüchterverband. Gut, nur nochmal, um schnell die Position klarzumachen. Jetzt gehen wir mal kurz ins Ausland. Und es gibt da ja so ein Gerücht, was sich relativ hartnäckig hält und was gerne von den Wolfsbefürwortern, habe ja jetzt gesagt, wer das so ungefähr ist, verwendet wird, um zu sagen, dass das mit dem Wolf gar nicht so schlimm wäre. Nämlich, die im Ausland kommen ja auch mit dem Wolf zurecht. So, und jetzt ist es so, dass je nachdem, wenn man fragt, und das sind auch durchaus qualifizierte Leute, also zumindest Leute, die qualifiziert sein sollten, die das Ganze studiert haben und beruflich sowas machen, die dann sagen, das ist schlicht und ergreifend nicht wahr, dass die im Ausland, also sagen wir jetzt mal Rumänien beispielsweise oder Tschechien, mit dem Wolf gut zurechtkommen. Da herrscht nur eine andere Meckermentalität, als das in Deutschland der Fall ist. Also wenn man bei uns quasi beim kleinsten Vorfall mit dem Wolf diesen sofort meldet, dieser sofort in den Medien entsprechend auch präsent ist und sofort diskutiert wird und entsprechend auch natürlich die Angst vor dem Wolf dadurch mehr oder weniger massiv gesteigert wird und die Leute Angst um ihre Kinder haben, das ist ja alles wirklich so. Also das kann man nicht wegreden. Das ist eine Tatsache, dass es solche Fälle gibt. Ob die gerechtfertigt sind oder nicht, das ist wieder eine andere Frage und dazu müssen wir dann später noch kommen. Erstmal Fakten. Fakten ist, Leute haben Angst vor dem Wolf, insbesondere die Leute, die in den entsprechenden Wolfsgebieten leben. Und ein Argument, was sehr, sehr, sehr gerne dagegen verwendet wird und was ich jetzt ein bisschen entkräften möchte, weil sonst die ganze Diskussion irgendwie nicht so wirklich viel Sinn macht, wie ich finde, ist halt eben, im Ausland ist dieses Problem nicht. Die haben da auch den Wolf schon seit Jahren und das ist überhaupt kein Problem. Das stimmt aber eben nicht. Es wird nur nicht so intensiv berichtet wie bei uns. Da kommt der Wolf auch ins Dorf und frisst den Hund, der da irgendwo angeleint theoretisch die Schafe bewachen soll. Aber gut, dann wird halt alternativ der Hund gefressen, wenn die Schafe schon im Stall sind oder ähnliches. Die Leute kriegen da auch Entschädigungen, aber es kommt halt auch trotzdem immer mal wieder vor und man hat dann halt irgendwann,
ist in manchen Dörfern, wenn man mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich wirklich intensiv verschiedene Berichte anguckt, scheint es so, und jetzt muss man natürlich immer wieder sagen, Quellen, die da zur Verfügung stehen, sind halt dann auch wieder irgendwelche Medien und in der Regel eher deutsche, weil die rumänischen zum Beispiel schon gar keine Lust mehr haben, über das Thema zu berichten, weil schon niemanden mehr interessiert, in Anführungszeichen, weil die halt intern durchaus so Lösungen gefunden haben, wie, ja, wenn der Wolf kommt, schießen, graben, schweigen. Und wir wissen einfach nicht, das können wir nicht feststellen, welches Ausmaß dieses Schießen, Graben, Schweigen angenommen haben könnte. Also potenziell möglich wäre zum Beispiel ein Szenario, das ich jetzt fiktiv einfach mal erfinde, weil ich davon ausgehe, dass das vielleicht eventuell so sein könnte. Beweisen kann ich es nicht, dass die einfach aufgehört haben, da großartig drüber zu sprechen, wenn der Wolf kommt. Dann wird er geschossen und verbuddelt und dann ist er weg. Und der Staat, also die örtliche Regierung oder auch der Bürgermeister und so weiter und so fort, boah, haben nichts gesehen. Und damit ist das Problem auch irgendwo gelöst. Und interessanterweise, dass das passiert, dafür gibt es dann interessanterweise wieder Belege, weil dann die lieben Naturschützer, Entschuldigung, das war jetzt nicht böse gemeint, zu Recht natürlich auch irgendwo auf die Barrikade gehen und dann sagen, oh mein Gott, in Rumänien, das ist nur das Beispielland, wird Wolf gewildert und es gibt eine unglaublich hohe Zahl von, wir wissen nicht was, für Abschüssen. Ja, aber die Frage ist halt eben, warum gibt es denn die jetzt? Weil die Leute jetzt gerade Bock haben, den Wolf zu schießen oder weil er halt eben dort doch ein Problem ist. Und interessanterweise kommt es aber gleichzeitig eben aus der Ecke der Naturschützer, ganz vorsichtig eben so genannt, dass sie halt sagen, ja, aber das Zusammenleben mit dem Wolf funktioniert im Osten ja auch. Und wenn sie gleichzeitig sagen, aber im Osten werden so viele Wölfe gewildert. So, jetzt war der Akku leer, muss ich nochmal tauschen. Also, worauf ich hinaus möchte, selbst wenn man jetzt so ein Argument bringt, quasi. Einerseits berichten sie, es werden zu viele Wölfe gewildert, gleichzeitig sagen sie, aber die Leute vor Ort haben überhaupt kein Problem mit den Wölfen und das funktioniert. Ist zu plakativ. Man kann schon, aber man sollte meiner Meinung nach jetzt nicht hingehen und mit so einem Argument, auch wenn ich das jetzt gerade mal beispielhaft einfach getan habe, jetzt zu den Wolfsgegner, zu den Wolfsbefürwortern rennen und sagen, ihr erzählt ja nur Schwachsinn, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Erstens ist das nicht konstruktiv und zweitens kann man das nicht so einfach verallgemeinern, weil es gibt nicht den Wolfsbefürworter, genauso wenig wie es den Wolfsgegner gibt. Und es gibt da ein ganz breites Spektrum, in dem man sich irgendwo einordnen kann. Nur meistens befindet man sich halt irgendwo links oder rechts von der Mitte. Und die Mitte wäre dann eine absolute Neutralität. Es ist mir doch scheißegal, was der Wolf macht. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Und das Beispiel sollte einfach nur mal verdeutlichen, wie schnell sowas jetzt eskalieren kann. Weil wenn ich mit dem Argument eben zum Nabu renne, dann hassen die mich. Ein bisschen verständlicherweise auch, weil es kann irgendwer gesagt haben, vor dem der entsprechende Ausspruch mal kommt. Oder vielleicht hat es auch gar niemand gesagt und es wurde nur irgendwo hingedichtet. Wir befinden uns ja auch noch in einer Zeit, wo gelegentlich mal Falschmeldungen aufkommen. Gut, jetzt ist allerdings die Wolfspolitik nicht unbedingt, ja, im Prinzip ist es schon Immigrationspolitik, aber nicht die andere Immigrationspolitik, die doch vielleicht mit noch härteren Bandagen diskutiert wird, als das beim Wolf der Fall sein könnte. Aber es ist trotzdem schon ein hochsensibles Thema. So, und was ist jetzt für uns, die wir im Walde gerne unterwegs sind, bei dem Ganzen zu beachten und woran kann man sich halten und ist der Wolf jetzt nun gefährlich und wie soll die Sache jetzt nun weitergehen? Das ist jetzt nach dem ganzen doch recht ausufernden Vorgeplänkel so ein bisschen die Fragestellung, die ich jetzt diesem Video so mal ein bisschen oben drüber stellen möchte. Und da ich das Thema ja schon mal ein wenig diskutiert habe, was, ich glaube, das war noch 2015 oder war das sogar noch 2000, nee, 2014 habe ich glaube noch. Ja, es muss doch 2015 gewesen sein, glaube ich. Ende 2015? Ja, ich weiß es gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall lange genug her, dass inzwischen einiges passiert ist. Unter anderem mal zwei Beispiele. Erstens der DJV, der Deutsche Jagdverband, also die Dachorganisation der meisten deutschen Jäger. Nicht aller, nur der meisten.
Gibt ja auch nochmal den ÖJV, das sind dann die anderen Jäger, die sich beide gegenseitig auf den Tod nicht ausstehen können, was dann hin und wieder zu heftigen Schusswechseln verbaler Art wohlgemerkt, führen kann. Aber gut, der DJV jedenfalls ist auf jeden Fall eine Instanz, die eine Rolle spielt bei sämtlichen Fragen bezüglich des Wilds. Jetzt kann man sagen, der hat keine Ahnung, wäre aber gelogen, weil der DJV schon so viel Erfahrung mit dem Umgang mit Wild hat, dass er so als Verband schon eine große Kompetenz besitzt. Also man muss schon sagen, da ist auf jeden Fall was dahinter, was diskutiert werden muss und gehört werden muss, wenn der was sagt. Soweit ist es auf jeden Fall so, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Wenn man jetzt sagt, nö, wir haben keine Ahnung, dann ist das wieder so ein Argument, was nicht gerade zur Deeskalation der Situation beiträgt und deswegen sollte man das auf keinen Fall tun. Möchte ich auch gar nicht. Es wäre auch nicht meine Meinung, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber es gibt Leute, die tun das. So. Und interessant war, ich habe bei der Recherche für meine erste Wolfstrilogie, also wo ich zum ersten Mal zum Wolf was erzählt habe, mal rausgefunden gehabt, dass tatsächlich ein Positionspapier vom DJV existiert, in dem drin steht, dass sie generell glücklich und zufrieden und froh sind, dass der Wolf wieder da sind und empfinden den selbstverständlich als tolle Bereicherung der heimischen Fauna. So, aber. Und da hatten sie ja auch recht. Sie hätten gerne ein umfangreiches Monitoring und weisen darauf hin, dass es extrem wichtig wäre, ganz genau zu beobachten, wie sich der Wolf wo ausbreitet und was er tut und wann er es tut und wie er es tut und exakt wirklich genau dokumentieren, um zu gegebener Zeit einen entsprechenden möglichen Managementplan für den Wolf entwickeln zu können. So, da hatten sie recht. Punkt. Das würde ich so unterschreiben wollen. Genauen Wortlaut dieses Positionspapiers weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nur, dass ich es gut gefunden habe. Und erstaunlicherweise war es ja wirklich relativ positiv auf den Wolf gemünzt. Also es hat so einen positiven Klang zwischen den Zeilen gehabt. Inzwischen gibt es ein neues Positionspapier, das ist sogar noch relativ frisch. Das ist noch aus dem Dezember von 2016. Und das besagt, interessanterweise mit keinem Satz mehr, dass sie glücklich und zufrieden sind, dass der Wolf da ist und dass sie es toll finden, dass der Wolf wieder da ist, sondern, gut, vielleicht ist das auch aus didaktischen, vielleicht hat das nichts zu bedeuten, dass das da nicht mehr drin steht. Vielleicht nicht, vielleicht doch, wir wissen es nicht. Kann man nur spekulieren, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Was jedenfalls drin steht, ist, dass der Wolf jetzt inzwischen eine durchaus größere Population erreicht hat, die man auch so langsam mit einer gewissen Stabilität ansehen kann. Es ist ja bei Tieren, die irgendwo einwandern oder die gerade am Aussterben sind, also schon vorher da waren und jetzt nur noch in geringer Zahl vorkommen, gibt es so verschiedene Stadien, wo man in der ja, Wildbiologie quasi, da spricht, ja, nicht Wildbiologie, in der Zoologie, sagen wir es so, da spricht man eben von so verschiedenen Stadien der Etabliertheit. Da gibt es halt eben einen gesicherten Bestand, der überhaupt nicht gefährdet ist. Das wäre beispielsweise die Wanderratte. Ne? Die gibt es weltweit überall und die kriegt man auch nicht mehr weg. Das könnte man gar nicht, wenn man es versuchen würde. Oder der Fuchs bei uns, der ist auch allgegenwärtig. Das Reh, all solche Viecher. Ne? Dann gibt es halt eben welche, die haben eine gesicherte Population, die aber potenziell möglicherweise bedrohbar wäre. Ein Beispiel wäre der Feldhase. Der ist inzwischen wieder recht omnipräsent und man trifft auch immer mal wieder einen draußen und denen geht es eigentlich jetzt wieder ganz gut. Es war aber lange Zeit durchaus kritisch, wie lange denn der Feldhase eigentlich noch überlebt und der stand auch schon mal auf der roten Liste der bedrohten Arten. Das war noch zu meiner Kindheit, das weiß ich noch, weil ich dann irgendwie ein Kaninchen gesehen hatte und gesagt habe: Oh, Hase! Nein, nein, mein Sohn, das ist ein Kaninchen! Wichtiger Unterschied! Inzwischen mache ich das ja selber. Man hat ja immer vor, nicht wie sein Vater zu werden, wenn man klein ist, und dann wird man es halt doch, zumindest in Anteilen. Also, ich weiß nicht, wie oft ich meine Freundinnen, die alle Karnickel ganz unglaublich toll finden, Freundinnen meine ich jetzt platonisch, ja, bevor mir irgendjemand was unterstellt, darauf hinweise, dass das diese halt dazu halt immer sagen: Meine Hasis, das sind Kaninchen. Hasis, Kaninchen. Ja, Entschuldigung, das wollte ich nur mal kurz loswerden zwischendurch.
Worauf wollte ich hinaus, zurück zum Thema? Ja, eben die Etabliertheit einer Population. Das ist dann wichtig, wie etabliert eine Population jetzt ist, wie sehr bedroht und wie reproduktionsfähig, wie gesichert und stabil die ist, ist eine ganz elementare Frage für eben die Frage, ob das entsprechende Wild, sofern es sich dann rechtlich um Wild handelt, das ist eine rechtliche Definition, Wild muss rechtlich als Wild definiert sein, um Wild zu sein, demzufolge im Jagdgesetz drinstehen. Ja, und die Frage ist, ist es jagdbares Wild, hängt damit zusammen, ist die Population so stabil, dass eine Regulierung notwendig irgendwann wird? Und das ist das, was die Jäger gerade umtreibt. Die fragen sich, müssen wir jetzt schon eingreifen und den Wolf regulieren? Beziehungsweise ab wann, ab welcher Population müssen wir eingreifen und den Wolf regulieren? Und zwar sollte jetzt inzwischen schon stattgefunden haben, ein Gespräch zwischen den, sagen wir mal, Verbänden, die den Wolf generell so ein bisschen kritisch beäugen, DJV, Bauernverband und der Verband der, sagen wir mal, Schafzüchter. Die heißen, wie gesagt, irgendwie anders. Ich habe sie, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß nur leider nicht mehr genau wie. Aber man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, ohne jemandem auf den Schlips zu treten. Und die wollen mit Nabu reden, weil der Nabu ist ja so der große Wolfsbefürworter, der sich auf die Fahnen geschrieben hat: Willkommen, Wolf. Ganz groß. Sagen Sie Ahu, willkommen, Wolf, steht da auf dem Plakat. Steht da wirklich so. Das habe ich jetzt nicht nur dumm vorgemacht. So, und jetzt haben die ein Positionspapier rausgegeben, also der DJV, wahrscheinlich zusammen mit den anderen Verbänden, und da muss ich jetzt nochmal schnell nachschauen, um mal beim NAJU quasi, NABU, nachzufragen, was die denn jetzt eigentlich da genau im Sinn haben. Mit der Geschichte da mit dem Wolf, wie das weitergehen soll. Weil aktuell ist ja immer noch die offizielle Aussage vom NABU, soweit man das wirklich verfolgen kann. Und ich habe noch nichts Gegenteiliges gefunden oder gehört im Internet. Die werden zwar auch ein bisschen vorsichtiger und die sagen in den häufig gefragten Fragen auf der entsprechenden Willkommen-Wolf-Seite auch, dass es potenziell theoretisch keine Garantie gibt, dass der Wolf nicht möglicherweise doch mal irgendwie und so weiter und so fort, das Rotkäppchen, ne? Und die sagen halt auch, dass es halt nun mal so ist, dass er durchaus unter Umständen hin und wieder mal das ein oder andere Schaf haps und solche Sachen. Was sie aber noch nicht tun, um wirklich vermeiden zu sagen, ist, dass irgendwann möglicherweise eine Managementstrategie her muss, den Wolf quasi im Bestand zu reduzieren. Weil es ist generell so, dass ein Ökosystem immer ein bestimmtes Maß an Biokapazität hat. Heißt, in den Tropen beispielsweise ist es schön warm, die Pflanzen können da optimal Photosynthese betreiben. Wenn Pflanzen optimal Photosynthese betreiben, gibt es jede Menge Biomasse und bei jeder Menge Biomasse kann da jede Menge Leben entstehen. Relativ simpler Rechnung. Bei Regionen, in denen das schwieriger wird mit der Produktion von Biomasse, nehmen wir mal die Sahara, kann sich einfach nicht so viel Leben entwickeln. Viel im Sinne von, wenn man alles an Leben auf einen Haufen schmeißt und den Haufen wiegt, dann kriegt man da vielleicht ein paar Gramm pro Kilometer zustande in der Sahara. Auch wenn es immer überall heißt, die Wüste lebt. Ja, da lebt schon auch was. Aber verglichen mit dem Dschungel, das ist kein Vergleich. Weil pro Quadratkilometer kriegst du im Dschungel halt, was weiß ich, paar tausend Tonnen gefühlt an Lebewesen zustande, was du da auf die Waage schmeißen könntest. Ganz so viel wird es nicht sein, aber paar Tonnen sicher, mit Sicherheit. Ja, viele Tonnen. So. Und da halt eben nun mal jedes Ökosystem eine bestimmte Kapazität hat, was da eben an Lebewesen rumrennen kann, muss man jetzt eben sagen, wie viele Wölfe passen in das Ökosystem Deutschland, wenn man Deutschland jetzt einfach mal als Ökosystem bezeichnen möchte? Blöd ist jetzt nur, dass Deutschland nicht einfach ein Ökosystem ist, sondern ein Ökosystem mit Mensch drin. Und zwar nicht zu knapp. Und so ein Mensch sich nicht unbedingt nach Regeln des Ökosystems verhält. Das bedeutet eben potenziell jetzt einen größeren Konflikt. Auf gut Deutsch,
Wie viele Wölfe kriegt man in ein Land unter, in dem sie jeden 5 Meter auf irgendeine Autobahn laufen müssen, um überfahren zu werden, in der sie alle 20 Meter am Kindergarten vorbeilaufen und dann vor Angst und Schrecken sorgen? Wie viele Wölfe kriegt man bei uns noch unter, ohne dass die ständig im Dorf vorbeischauen? Um es mal auf den Punkt zu bringen und den Leuten halt eben Angst und Schrecken verbreiten. Und auf diese Frage gibt tatsächlich der NABU keine Antwort. Und das ist ein Fakt, dass dazu, also bisher, ich weiß jetzt nicht, was die bei diesen Treffen, das hat ja schon stattgefunden, was die da besprochen haben, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht herausgefunden. Muss ja auch jetzt nicht unbedingt, ich will einfach nur mal den Konflikt erklären, was da jetzt bisher, da sind eh noch keine Ergebnisse da, also nichts Belastbares, das war ja jetzt gerade erst, das dauert Monate, bis da wirklich dann am Ende was rauskommt, was erarbeitet worden ist, was irgendwie belastbar ist, also deswegen habe ich da gar nicht groß rumgesucht, aber